Hey Leute und willkommen zurück zu Let's Play WoW Was mit wollt ihr unserem jetzt? Hordejäger. Ja, wir haben in der letzten Folge Stört nächstes die Mal, wenn Aufgaben ich tu, erledigt und was jetzt immer wollten wir ich sie noch tun muss, schnell damit mein Volk sicher ist. abgeben. Wir können Ah, uns die ja beim reden schon nächsten wieder. Mal mehr unterhalten. So. Zeiten ändern sich. Die Sandalari müssen sich mitändern. Auf dass die Schädel eurer Feinde eure Kleider schmücken. Schreiten wir zur Tat! Für Sandalar und für Torga! Es ist lange her, dass mein Herz so voller Feuer war. Für Torga! Für Torga! Wartet nur, bis die anderen hören, dass wir Gahuns Vorboten getötet haben. Wo ist er denn? Ach, in der Schildkröte, ne? Ja, wollen wir mal Torga rächen und den Herold von Gahun töten. Na, laufen wir einfach mal hier durch. Vielleicht schaffen wir es ja. Wo ist er denn? Da hinten steht er. Eure Bemühungen zwecklos. Ich bin unbesiegbar. Ach so. Ihr toll. Seid zu selbstsicher. Das wird euer Ende sein. Eure Macht kann euch nicht schützen. Der ist ja in einem Schutzwall und ich knall alles drauf. Zwecklos. Ich bin unbesiegbar. Was? Was? Nein. Nein. Alle zusammen! Jetzt! Für Torga! Ihr seid nicht gegenüber Grauen. Leidet und starrt. Warum ist der denn so garstig? Der ist gleich tot. Zack. Da haben wir den Herold leicht besiegt. Sehr schön. Ein bisschen bewegen. Das hört jetzt auf! Mein Volk wird nicht weiter in Angst vor euch und euren Bluttrollen leben! Der Horde-Champion und ich kommen euch holen! Und dann reißen wir euch in Stücke! Wow, unglaublich! Wir haben es wirklich geschafft! Oh, eine Pause käme mir jetzt recht. Ja, kehren wir zum Schrein zurück. Okay, kein Foto. Dann kehren wir halt erstmal zum Schrein zurück. Der ist da vorne, ne? Da müssen wir hier einmal durchreiten. Ja, die haben das Glück. Die laufen ein Stück und sind dann immer verschwunden. So, ist hier alles tot, ja, ne? Okay. Dann können wir hier rüber. Ah, da ist noch was. Komm mal da hin. Was ist denn das? Das ist bestimmt oben. Sag ich doch. Hier ist das nicht. Dann gehen wir lieber schnell erstmal ab die Aufgabe. Mal gucken, was als nächstes kommt. Oh, da könnten wir mal ein Foto machen von denen, wie sie da sitzen. So, zack. So, haben wir ein Foto, ein schönes. Zack, rauszoomen. Viel zu tun. Macht's kurz. Wo wollt ihr denn so schnell der hin? Der Rinne Schriftrolle der ewigen Rückkehr, um Torgas Geistfrieden zu sehen. Psst, okay. Nicht so laut. Dann wollen wir mal. Auf Wiedersehen, Torga. Ich werde eure Geschichte nie vergessen. Müsst und ihr unbedingt sie mit mir reden? Und ich werde unserem ganzen Volk erzählen, wie mutig ihr gegen Gahun gekämpft habt. Ich werde nicht ruhen, bis Gahun und die ganzen Bluttrolle ausradiert sind.
Das schwör ich, Torga. Was das? Was um alles? Die schlaue alte Schildkröte. Er wollte noch nicht ruhen. Er wollte wiedergeboren werden. Passt gut auf den Loa auf, Larsk. Ich und der Champion müssen mehr Verbündete suchen. Na gut, na gut. Wir kämpfen mit euch gegen diesen Blutgott, Prinzessin. Wenn ihr mich dann damit in Ruhe lasst. Ich kann bestimmt die Tortulana in Nazmir überzeugen, uns zu helfen. Vielleicht kommen Shuak und Karl George auch. Danke, ihr beiden. Eure Treue bedeutet mir viel. Mir und allen Sandalari. So, jetzt müssen wir Trolga rekrutieren. Dann wollen wir mal. Hier lang. Hier geht die Straße lang. So, dann wollen wir mal. Oh, es regnet. Aber ich finde dieses Land schön. Das gefällt mir. Bäume, ne? Wisst ihr ja, das ist ja eher so mein Fall. So statt so eine Einöde oder so. Die Religion teilweise alles. Ne. Die Sumpfähnliche, das ist okay. So, hier können wir was einsammeln. Da ist ein bisschen Erz, das nehmen wir natürlich mit. Da hinten ist auch nochmal was, das holen wir uns auch. Wir haben gesagt, wir lassen nichts liegen. So. Sehr schön. Ich muss dazu sagen, wir sind ja schon Level 120. Normalerweise könnten wir uns equippen, aber ich wollte ja mit euch den Pfadfinder, also sozusagen den Pfadfinder machen. Alle Questen machen erstmal in den ganzen Land so entspannt. Das ist auch nicht mein Rager. Ich habe auch derzeit, wenn ich ehrlich bin, gar keinen, wo ich sagen könnte, mit dem spiele ich nur Raid und so, weil ich die anderen Sachen ja auch mache. Derzeit ist das halt so mein Char, wo ich die ganzen Quests mal mache, um sie alle gesehen zu haben. So, komm, ich erledigen wir mal schnell. Mensch, die haben auch teilweise Leben, ne? Aber wir machen einfach keinen Schaden, das könnte natürlich auch sein. So, dich rekrutieren wir mal. Trete näher und bloß nicht nuscheln. Sehr schön. Dann zum nächsten. Der ist da. Dann werden wir einfach mal querfeld einlaufen. So. Gucken wir mal, wo wir hinkommen. Weil hier waren wir, glaube ich, auch noch nicht, ne? Ne. Auch noch jede Menge unentdeckt, ne? Blut! Blut! Die immer ihr Blut. Was ist er denn? Da ist er. Ich habe Sachen gesehen, da wird euch der Panzer wegfliegen. So, dann müssen wir noch einen rekrutieren. Wo bist du? Du müsstest da vorne gleich sein. So, das Mikro mal ein kleines Stückchen verrücken, das Mikro. Da. Habt ihr was Antikes zum Tauschen? Aber es muss mindestens 200 Jahre alt sein. So, jetzt müssen wir da lang. Ach, das ist ja auch ein Weg. Da haben wir auch einen Flugpunkt, einen neuen. Da müssen wir mal gleich gucken, wo es da hingeht. Hier ist auch was. Da, ein bisschen Kraut können wir auch mitnehmen. Sehr schön. Und da ist auch ein Flugpunkt. Sehr schön. Und das ist Torgas Schicksal. Was gibt's Neues von der Verstärkung der Horde? Wir warten immer noch auf die Prinzessin. Aber wir haben eine Spur zum Loa Krakua. Oh, der hat den Druidenstab. Ah, den finde ich geil. Den hatte ich früher auch immer an. So. Was haben wir hier noch für eine Aufgabe? Ah, Jagd. Oh, für 3 Mann, ne? Das wird echt schwer. Mit 120, aber können wir auch probieren. Probieren können wir es trotzdem. So. Was kann ich für euch tun, Boss? Kommt wieder, wenn ihr meine Hilfe... Was war denn das für ein Krach? Ich beschütze die Prinzessin. Redet ihr geht mal gucken. Na, gucken wir mal, was das für ein Krach war.
Irgendwas ist vom Himmel gefallen. Oh. Meine Truppen wurden ausgesandt, um Feuerkraft zu stellen. Okay, wir sind also an der Küste gelandet. Was ist hier vorne noch? Hier drüben, hier ist einer verletzt. Hallo. Vorsichtig, ihr habt tiefe Wunden. Alles klar. Auf dann. So. Wir werden erst nochmal die eine Aufgabe schnell abgeben. Mal gucken, ob wir da eine Folgeaufgabe kriegen. Die uns auch in die Richtung schickt. Müssen wir mal gucken. So. Guten Tag. Guten Tag. So. Was hat er denn hier? Für die Dunkelsperre. Na, sprechen. Sag ich doch. Finger weg vom Voodoo-Mann. Wir müssen da zu Flick. Der Kopf ist gesucht. Machen wir, probieren wir erstmal den Kopf ist gesucht machen. So, hier muss auch noch wieder irgendwo was sein. Hier am Baum. Das nehmen wir natürlich mit. So, dann werden wir jetzt erstmal nach da. Dass wir die Aufgabe erledigt haben, glaube ich, dann sind wir in dem oberen Gebiet soweit fast fertig. So, wer ist denn alles online? Martin. Goblin-Schamane. Okay. Oh, hier sind wir an was vorbeigelaufen. Entschuldigung. Da müssen wir zurück. So, den nehmen wir auch noch mit. Der andere ist hier. Ich muss sagen, die Musik im Hintergrund, ich weiß gar nicht, ob ihr die hört. Ich habe es nicht ganz so laut gemacht. Finde ich echt gut. Können wir ein bisschen lauter mal machen. Oh, das sieht auch toll aus. Da brauchen wir ein Foto von. Stellen wir uns mal davor. Auf die andere Seite müssen wir. Ja. So, und ein Foto. Sehr schön. So, und weiter geht's. Da ist auch noch was. Das nehmen wir auch gleich noch mit. Schön ein bisschen Erz, Bergbau betreiben. Und dann werden wir jetzt noch schnell die Schlange suchen. Lassen wir das Erz da mal liegen. Da hinten ist er. Alter, das wird hart. Naja, probieren wir. Gleich unser Tier heilen. Ja, das könnte was werden. Ja, ich glaube, das wird was. Ich glaube, das wird was. Zack. Das kriegen wir hin. Sehr schön. Das kriegen wir hin. Ah, da kommt sogar noch wer angelaufen. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Da haben wir den Kopf. Dann können wir den noch schnell abgeben. Das ist ja in die Richtung. Und dann haben wir es schon wieder geschafft. Dann haben wir es schon wieder geschafft. Was haben wir denn hier eigentlich? Okay. So. Paladin müsste das sein, ja. Folgen wir mal dem Paladin. Oh, kommen alle online in der Gilde.
Alles nur Jäger. Okay, dann gehen wir mal weiter gucken. So. Müssen wir die denn abgeben? Ach, hier. Guten Tag, werter Herr. Guten Tag. Oder werte Dame. 70 Gold hat's gebracht. Ein bisschen Macht. So, Leute. Aber wir sind fertig mit der Folge. Ich bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt. Wir sehen uns in der nächsten Folge und da werden wir mal gucken, ob wir von den Voodoo-Priester seine Sachen wiederkriegen und den Bösen töten können. Das schaffen wir bestimmt. Wie gesagt, ich danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss.